Und damit hallo und herzlich willkommen zum Spiel Lightyear Frontier. Ja, ursprünglich war eigentlich mal geplant, dass der Epi und ich das Ganze zusammen aufnehmen wollten. Aber es gibt da leider ein kleines Problem, ein technisches Problem mit dem Xbox Pass. Er hat das Ganze über den Xbox Pass. Ich habe keinen. Ich habe das Spiel kaufen müssen über Steam. Und ja, der Xbox Pass funktioniert nicht oder irgendwas an seinem System bezüglich dessen funktioniert gerade nicht. Deswegen werde ich euch das Ganze heute mal alleine vorstellen. Wir starten ein neues Spiel. Weltenname. Ja, unsere keine Ahnung. Unsere Roboterwelt. Ich bin heute wieder, oder Gameplayerin-Welt ist ja normalerweise auch immer so meins, ne, wenn ich Welten einen Namen geben muss. Die Erde bietet kein schönes Zuhause mehr. Manche, so wie du, haben sich daher auf den Weg zur Lightyear Frontier gemacht. Du willst einen Neuanfang, ein neues Zuhause. So, ja, wir sind jetzt in der Ego-Perspektive und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt umstellen können auf die normale Third Person. Ich drücke mal einfach, ups, wahllos irgendwelche, das war ein Feedback-Formular. Wahllos irgendwelche Knöpfe. Das war die Verkleinerung. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man umstellen kann. Leider steht es auch nicht in der Beschreibung, zumindest habe ich es nicht gefunden. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es halt wirklich extra angegeben ist, dass man beide Versionen spielen kann. Die normale Version und die First Person. Wir müssen unseren Match finden. Laufen können wir auch, das ist gut. Können wir auch springen? Springen können wir auch. Hallöchen, was wart ihr denn hier gerade? Und was ist das hier? Kein Werkzeug? Okay. Kann man scheinbar nicht, wie beim normalen Survival, einfach draufhauen. Haben wir hier irgendwie Ausdauer oder so? Anscheinend auch nicht. Oh, einen schönen Wasserfall sehe ich da hinten. Ein Schrotthaufen. Ich glaube, das ist unser Match. Also, Alter, habe ich mich jetzt vor mir selber erschrocken. Ich denke, ich habe kein Werkzeug. Hä? Werkzeug wechseln? Keine Munition. Das ist immer gut. Okay, greifen. Oh, was ist das? Hä? Okay. Autsch. Ach, damit kann man Sachen hochheben anscheinend. Okay. Gut. Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-okay. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Ach, das triggert mich schon wieder, dass mal wieder keine deutsche Sprachausgabe drin ist. Da sieht man schon wieder die Indie-Spiele gegenüber großen Spielen. Ich weiß nur nicht genau, was ich machen soll. Matchmotor montieren. Ah, was bist du denn? Hallöchen. Ich kann aber nicht in die Hocke gehen oder so, ne? Nein, schade. Da hinten raucht's auch. Leben hier Leute? Kommt da hinten was runter oder ist das ein Stern? Also die Umgebung sieht ja schon mal richtig cool aus, muss ich sagen.
bringe den Mesh-Arm an. Das ist vermutlich das Ding, was ich hier... Genau, das muss ich ja hochheben, denke ich mal. Aber wie bringe ich... Ah, hier. Ja, das war irgendwie einfacher, als ich dachte. Mesh-Motor montieren. Liegt der jetzt auch hier rum, oder was? Oder muss ich da irgendwas... Irgendwas besonders... Ach so, hier. Ah. Okay. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We got a planet to explore. Warum bist du so riesig? Ich bin doch so klein. Let's skedaddle. Okay, ich kann immer noch... Ah! Ah, also, wenn ihr ein Mausrad habt, dann müsst ihr das Mausrad einmal drücken. Dann könnt ihr in die normale Perspektive wechseln. Sehr gut. Excuse my manners. One kind of stops expecting guests after 200 years. Name's PIP3R. That's Piper, for sure. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Ja, und wo soll ich hingehen? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn beispielsweise hier mit den, mit diesen, oder ist da was runtergekommen eventuell? Es sieht mir so danach aus, als ob hier was kaputt ist. Finde die Stachelsäge. Was seid ihr denn hier für Zeugs? Gummibäre, unbekanntes, okay. Entsauger. Erntesauger, nicht Entsauger. Okay, also, gut. Gut zu wissen, die markierten Sachen. It never ceases to amaze. That magnificent mech. Those high-powered tools. And even that ship of yours. The Farm Mech Project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Okay, also mit dem Sauger können wir einfach, unsere Umgebung sozusagen einsaugen. Haben wir hier auch Tiere? Rattenschlinge? Okay, nee, den können wir anscheinend nur füttern. Schade. Ja, ich habe leider nichts für euch gerade dabei. Können wir euch den hier einsaugen? Großer Busch? Achso, Verbesserung. Erforderlich. Okay, es tut mir leid, ich will euch nicht platt trampeln hier. Die sind aber sehr anhänglich, ne? Die... Hallo, ich will euch nicht platt trampeln. Haut ab. Blöde Viecher. Oder links. Ich weiß nicht genau, was das war. Können wir hier über Steine drüber laufen? Ach, wir können einfach durchlaufen. Ja, warum auch nicht, ne? Hier ist auch nochmal so eine Pflanze. Wenn wir es schon können, sollten wir vielleicht auch alles einsammeln, ne? Habe ich die jetzt? Ja, doch. Der läuft aber schon ziemlich cool. Also der dreht sich einfach um sich selber. Das hier unten. Können wir auch runterspringen oder sind wir dann kaputt? Das ist die große Frage. Stelle die Kiefernhöhlen wieder her. Mission gestartet. Die meinen jetzt nicht die Kiefern hier, die meinen jetzt... okay. Was haben wir hier? Giftiger Schleim. Verbesserung erforderlich. Ja, natürlich. Was auch sonst wieder? Für alles brauchen wir Verbesserung. Der Bewässerungsschlauch bewässert Pflanzen und entfernt giftigen Schleim. Moment. Ah, okay. Ja, gerade noch drüber gesprochen und schon können wir es machen. Das ist doch geil. Ich habe kein Wasser mehr. Okay. Und so geil ist es dann doch nicht. Na gut. Kann man auch nicht so richtig durch, oder? Earth is so quick to give up on the Farm Mech Project. Sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat. Desperate times, I suppose. Okay, also es ist wohl sehr klebrig. Da können wir nicht so schnell durchlaufen. Was mich jetzt eher stört und zugegebenermaßen auch etwas nervt. Warum steht ständig da, dass wir keine... Ach so, nee, Moment. Ach, ich hätte den umstellen müssen auf Saugen. Ah, okay. Rohstoff entdeckt. Okay, gut, dann verstehe ich es, dann verstehe ich es, dann habe ich nichts gesagt. Da hinten ist noch eins. Das ist natürlich ein sehr, sehr weitläufiges Gebiet.
Dementsprechend dauert das ein bisschen, bis wir da sind. Ah, hier ist Wasser. Moment. Kann man doch bestimmt irgendwie hier Munition wechseln und nutzen. Oh. Was? Hallo? Hilfe? Was ist jetzt los? Ja, tiefes Wasser. Ich wollte doch nur das Ding hier wieder aufladen. Geht es noch? Ach so, mit dem Erntesauger kann ich... Ah, okay. Das ist wirklich gut zu wissen. Mit dem Erntesauger können wir das Wasser dann aufsaugen. Und dann dementsprechend, jetzt hängt er doch an den kleinen Stein hier fest, dann dementsprechend auch wieder vor Schleimsäubern hier die Gegend. Das ist gut. Ich weiß nur nicht mal, was er gesagt hat mit diesem grünen Ding. Das ist irgendwas von mir gewesen, glaube ich. Jetzt habe ich jetzt das Samengewehr. Pflanzt Samen in Erdhügeln. Ich wollte gerade sagen, kommt hier gerade was auf mich zu? Aber nein, es ist nur die Nacht, die anbricht. Well, abandoning the Lightyear frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth's population, at least for a while. Das war der Falsche. Ich kann dich leider nicht einsaugen. Schade. Du gibst bestimmt auch gutes Futter ab, aber irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass... ja, weiß ich nicht. Ich will nicht den Stein, ich will hier die Gummibären da einsammeln. Gummibärsamen, okay. Also da hinten ist auch noch was, was runtergekommen ist. Also ich muss sagen, es ist schade, ich konnte es jetzt leider nicht vorher aufnehmen, weil wir heute noch einiges gelaufen sind und so weiter. Aber ich, oh, was ist das? Ich finde es schade, dass das Spiel gerade erst draußen ist und schon nur negative Bewertungen hat. Das muss man auch füttern, okay. Dementsprechend wollte ich mich jetzt selber mal davon überzeugen, wie das Spiel jetzt ist oder nicht ist. Weil eigentlich habe ich bisher ja mehr positive Sachen gehört. Ich meine, dass es noch ein paar Bugs hatte, das habe ich auch gehört. Das war halt die Demo-Version. Da kann natürlich immer mal ein bisschen was anders sein. Es ist ja auch noch ein Early Access. Machen wir uns nichts drunter vor, ne? Die Stachelsäge wird benutzt, um Dinge zu zerstören. Ah ja, zerstören ist immer gut. Zerstören bin ich Profi drin. Ist kein tiefes Wasser hier, oder? Oh, du sollst sie nicht zerstören, du sollst es einsaugen. So. Einsaugen geht nicht. Okay. Na gut. Aber wir haben auf jeden Fall auch so die Sachen eingesammelt. Jetzt weiß ich gerade nicht. Just think about the thousands of people who initially came to the frontier. Taking a chance on this one-way trip, only to get abandoned. But for generations, they've managed to thrive here. Your neighbors are quite tenacious, huh? Ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht einmal auf den Text geachtet. Dadurch, dass das Ganze jetzt wirklich nur auf Englisch ist. Was ist denn das jetzt hier? Pflanzenfaser. Ach, die hat er jetzt so eingesammelt. Okay. Ich wollte die eigentlich einsammeln. Also einsaugen, aber so geht's auch. Schande über mein Haupt. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt irgendetwas Wichtiges gesagt hat. Ich habe nur so halb das mitbekommen mit dem grünen Punkt, dass das wohl irgendwas von mir ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das denn, bevor wir uns jetzt da... Ach so, das sind diese... Hä, haben die vorher auch so geleuchtet? Bin mir gerade nicht sicher. So, Sprösslingskanone. Pflanzt Bäume und größere Pflanzen. Das ist das mit dem Sauger, ne? So, stelle... Sammle Holz. Ach so, dann baue ich diese... Das hier war das, glaube ich. Sammle Holz und baue einen Schlafplatz. I know you weren't sent here for a mission that's been canceled for nearly 2 centuries. You probably found that ship in a scrap heap somewhere and took off for greener pastures, right? No need to answer. It doesn't matter anymore. I'm just happy to finally have some company. Ich darf ja nicht vergessen, dass wir ja eigentlich ein Mensch sind, weil man denkt dann immer so, ja, wir sind doch so ein Riesen-Mesh.
Wofür brauche ich jetzt einen Schlafplatz? Aber klar, da steckt natürlich jetzt ein Mensch drin. Na gut, Frage ist jetzt nur, sollen wir den Schlafplatz irgendwo hinbauen? Oder ich weiß auch nicht, ob es jetzt gut und wichtig wäre, den irgendwie eine spezielle Höhe oder sowas zu bauen vielleicht. Was sind wir denn da? Dieses rote Zeug zieht mich gerade magisch in seinen Bann. Stelle die Randklippen wieder her. Okay. Lass mich raten, ich werde sterben, wenn ich jetzt hier durchlaufe. Ach nee. Keine neue Pflanze? Okay. Das gilt alles nur unter Pflanzenfaser. Na gut. Die gelben hier, hatten wir die auch schon? Achso, Stachelsäge erforderlich. Moment. Das war die, ne? Ich weiß nicht, warum man dafür jetzt eine Stachelsäge braucht, aber... für den Stein können wir die auch benutzen. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wo hier eventuell ein guter Platz wäre zum Schlafen. Taschenlampe einschalten. Ah, okay. Habe ich natürlich erst wieder gemerkt, nachdem die Nacht schon fast wieder vorbei ist wahrscheinlich. Eigentlich würde ich fast sagen, wir gehen zurück. Was ist mit dem Ding hier? Warum kann ich auf einmal nicht mehr so schnell laufen? Keine Ahnung, was das ist. Man kann es nicht benutzen richtig, man kann es nicht kaputt machen. Also hier oben ist auch überall dieses komische rosa Zeug. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, inwiefern ich das Ganze hier herstellen soll. Aber ranklippen, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Das war da irgendwas mit Weide oder Wiese oder sowas hier da anfangen. Die Wiesen, genau. Würde ich sagen, suchen wir uns hier erstmal einen etwas glatteren Platz. Ich denke mal, wir müssen ja so einiges wahrscheinlich aufbauen. Ich finde es nur komisch, dass man dafür keinen vorgefertigten Platz hat, wenn ich ehrlich bin. Das sieht sehr schön aus, wenn die Sonne aufgeht. Mach mal, hier ist es breit. Hier ist es gut. So. So, wir bauen Werkstattschuppen, Futterofen. Mit E-Kammern, kleine Pflanzenkiste. Lagerkiste, kleines Zelt. Das denke ich mir mal, ein normales Gehöft. Das. Oh. Warum ist das so mini klein? Also da stand zwar kleines Zelt, aber dass das so klein ist? Hallo? Okay, wir machen es jetzt. Keine Ahnung. Wir machen es jetzt einfach mal hier rein. Baue eine kleine Pflanzenkiste. Das ist aber, obwohl eine Lagerkiste werden wir wohl auch brauchen, nehme ich mal stark an. Warum ist das hier so komisch, als ob das hier eingedingst wird? Baue einen Werkzeugschuppen. Den habe ich eben auch gesehen. Ach, das ist eine kleine Pflanzenkiste. Ah, die brauchen wir auch. Okay. Die stellen wir mal. Left-Shift-freier Modus. Ach, dann rastet das nicht so ein. Mhm. Okay. So. Kleine Pflanzen. Werkstattschuppen. Den wollen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Der ist schon größer. Hallo? Wie Tag 2? Ich bin hier mitten im Bau. Alter. Wakey, wakey, partner. Those new meth parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure. Wo ist jetzt das, was ich gerade bauen wollte, hin? Wollt ihr mich veräppeln hier? So. Schlafplatz haben wir ja auch. Die Frage. Oh. Die Frage ist nur, wie baue ich das Ganze jetzt?
Maximum hinzufügen. Ach so, die sind noch gar nicht gebaut dann, oder wie? Warum nicht? Da brauchen wir noch ein Holz für. Ist das euer Ernst? Okay, wir haben ja hier Holz. Nehmen wir hier noch was von. Macht den Baum platt, er war böse. So, ich denke mal, da brauchen wir dann aber auch noch was für. Das haben wir gebaut und hier wahrscheinlich nur Holz, denke ich mal, oder? Vier Holz. Achso, haben wir noch. Nee, ach Quatsch, vier Holz haben wir, 24 brauchen wir. Ich bin wieder so gut im Gucken heute, aber es tut mir leid. Hallo? Es tut mir leid, es ist auch schon sehr, sehr spät gerade. Ach, das waren die Büsche, die hier. Okay. Ich meine, so von der Idee her finde ich es ja nicht schlecht. Auch wenn es sehr klobig von der Handhabung so ein bisschen ist. Aber ich meine, gut, das ist halt so ein Mesh-Ding, ne? Dass das jetzt nicht super gut laufen kann wie so ein normaler Mensch, das ist mir auch klar. Dafür ist aber auch sehr beweglich, muss man sagen. Oh, reicht immer noch nicht. Ich würde den einen Baum da aber gerne stehen lassen. Kann ich dich hier irgendwie ein bisschen... Oh! Hey, weg da! Verscheuchte 10 Tiere! What? Also, das ist schön. Ich habe da Errungenschaft bekommen. Aber das war eigentlich das erste Tier, was ich jetzt quasi verscheucht habe. Oder gilt das schon, wenn man da durchläuft? Ich bin mir nicht sicher. So, ich weiß nicht, macht das einen Unterschied zwischen gelber Baum und grüner Baum? Sollte ja nicht, ne? Das ist ja alles Baum. Helles und dunkles Holz, das könnte ich jetzt vielleicht noch verstehen, aber alles andere sollte ja keinen Unterschied machen. Das wäre dann ja unlogisch und unrealistisch. Ey, raus hier aus meinem Lager, ja? Alter Hund, du. So, baue eine Ölmühle in einem Schuppen. Wie in einem Schuppen, Oder heißt das Ding Ölmühle in einem Schuppen? Nee, hier ist eine Ölmühle. Die kann ich theoretisch hier so... Da komme ich dann niemals mit dem Gerät hin. Was? Da, oh, ich drücke hier immer auf Escape. Danke, dass ich jetzt überhaupt nichts mitgekriegt habe. Holz und Stein brauchen wir. Also es finde ich ein bisschen blöd, dass dann auch der Text so schnell weg ist, weil ich habe es jetzt gerade erst mitbekommen, dass der Reh wird. Und da war der Text quasi schon weg. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, machen wir hier die... bin ich am Brennen? Brauche ich überhaupt noch Licht? Wir sind ja jetzt tagsüber. Also wenn so ein Ding qualmt, ist es glaube ich nie ein gutes Zeichen. Da der mir jetzt aber nichts sagt. Ich meine, wer weiß, vielleicht hat er mir gerade irgendetwas gesagt. Ich habe keine Ahnung. Weil, wie gesagt, der Text ist zu schnell weg gewesen. Ich gucke erstmal, dass ich das Ding jetzt hier noch gebaut bekomme. So, Ölmühle. Stelle ein beliebiges Öl her. Wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das Ding überhaupt nicht benutzen irgendwie. Ja, das ist super. Ich will jetzt hier auch nicht... Ah doch, ich kann E drücken, aber steht nicht drauf. Aha. Okay. Spacebar auswählen. Zur Warteschlange hinzugefügt. In Herstellung. Gut, dann warten wir jetzt erstmal. Baue Futterofen. Der hier. Ich gehe mal davon aus, dass der irgendwie für Tiere ist, aber da wir jetzt keine haben, stelle ich den jetzt erstmal hier so rein. Wie blockiert? Was meinst du mit blockiert? Stein reicht noch nicht ganz aus. Ah, ich brauche zweimal Pflanzenöl und Holz. Ach, das wird dann hier rausgeworfen. Okay. Zweimal Pflanzenöl haben wir und Holz. Und schon habe ich wieder vergessen, was das letzte war. War doch Stein. Doch, Steine war es, glaube ich.
Kann das sein, dass die Maschine irgendwie durch den Regen kaputt geht oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen blöd, dass das nicht erklärt wird. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also es gibt welche, die haben die Demo im Vorfeld schon mal spielen können. Die werden aber natürlich das gleiche Problem dann haben, in der Demo dann eben gehabt haben, wie ich jetzt. Entsprechend, ja. Erstmal hier die ganzen Grünen. Nimm es doch einfach mit. Muss ich denn überall komplett durchlaufen? Ich meine, anscheinend ja, aber... Okay, schauen wir mal. Nein? So, stelle Futter im Futterofen her. Nichts leichter als das. Wir klicken einfach auf Space. Er macht es trotzdem nicht. Ach so, er braucht Pflanzenöl dafür. Okay, dann verstehe ich das. Machen wir Nummer 2 in die Warteschlange. So, gehe schlafen. Keine Ahnung, wie ich das gleich machen soll. Müssen wir mal kurz gucken. Kiefernhöhlen, Randklippen wiederherstellen können wir jetzt natürlich nicht. Pflanze einen Samen in einen Erdhügel. Das ist kein Erdhügel hier. Ne? Das ist, ach doch. Okay, Moment. War das... Nee, das war der Sauger. Was ist das? Ein Schuss Landwirtschaft. Pflanze deinen ersten Samen. Ach, cool. Dann machen wir noch ganz viele mehr dazu. Can't wait to see it grow up. Ja, ja, Wasser kriegen sie doch jetzt, oder? Also ich muss denen doch jetzt hier kein Wasser... Oh, wir haben auch nur noch 2 Samen, sehe ich gerade. Okay, aber das Öl ist schon mal fertig. Das ist gut. Dann einfaches Futter können wir herstellen. Sollen wir auch herstellen. Fütterei... Ach so, das ist für diese Tiere. Ja, die guckt mich hier schon an, so nach dem Motto, oh Gott, Futter, Futter. Ja, bald gibt's Futter. Der Ofen ist... Du sollst nicht springen. Der Ofen ist schon angeschmissen. Einmal Maximum, ja. Hat der das jetzt gemacht oder nicht? Maximum herstellen, Futterofen... Ich habe keine Ahnung. Pflanzenöl ist wieder da. Alter, ich drücke auch immer die falsche Taste. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sofort rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher. Nee, füttern muss man, glaube ich, so, oder? Das Brotbrechen. Füttere ein Tier zum ersten Mal. Ja, ja, das war mit E. Ungültige Oberfläche. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem hier machen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, kann ich die Nummer so... Lisa, Entschuldigung. Nein, wir sind hier keine Tierquäler, aber es ist nur mal ein Spiel. So, 3 Tiere füttern. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, wenn man das gleiche Tier nimmt, nehme ich mal an, oder? Noch eins gefüttert. Bleib mal stehen hier. Ich muss füttern. Komm ran. Hallo, ich will dich füttern. Ach, nehmen wir halt einen anderen. Einen, der ein bisschen zutraulicher ist. So, guck mal hier. Hab Futter für dich. Wollt ihr mich jetzt veräppeln, oder was? Ich habe Futter für dich, du Dorfnase. Guck mal hier, ich habe Futter für dich. Willst du mich veräppeln oder was? Ah, okay. Ach, das sind die Sprösslinge. Oh, scheiße. Okay. Warum das hier nicht funktioniert mit dem Füttern? Gut, das ist jetzt einer, den wir schon gefüttert haben, aber... Du wahrscheinlich auch, ne?
Die mögen mich einfach nicht. Ah, nee. Eine von drei Nestern gefüttert. Okay. Wie kann man Nester füttern? Ich habe keine Ahnung. Geh schlafen. Moment, da sollen wir schlafen, oder? Schlafen. Admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Mhm. Der meint wahrscheinlich die Sachen, die ich jetzt hier gebaut habe, oder? Die sind fertig, die könnte ich jetzt theoretisch einsaugen, nehme ich an. Machen wir uns hier nochmal eins hin. Dürften wir eigentlich genug haben, ne? Ja. Ich vermute, dass die Samen daher gekommen sind, dass wir gestern diese Dinger gemacht haben. Grüner Baumsprössling. Pflanzenfaser. Menge. Achso, damit kann man das hochsetzen. Okay. Gummibärsamen, ja, das sind nämlich die zwei, die wir noch haben. Holz und Stein lassen wir erstmal drin. Einfaches Futter auf. Baumsprössling können wir erstmal wegtun. Ja. Stelle die Randklippen wieder her. Stelle die Kiefernhöhlen wieder her. Ich mache jetzt die erste Folge absichtlich etwas länger, weil ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich ein Let's Play wird oder ob ich euch das Spiel in erster Linie nur zeigen möchte. Ich gebe zu, so ganz überzeugt hat es mich jetzt aktuell noch nicht, aber kann ja noch werden. Kann ja auch sein, dass ich jetzt hier die nächsten 2 Stunden spiele und dann sage, boah, das ist so klasse. Da muss ich doch jetzt wieder so. Müssen wir auf jeden Fall. Also die Idee finde ich auch nicht schlecht, dass man so die Umgebung ja verschönert in Anführungszeichen. Also hier in dem Sinne vom Gift befreit und so weiter. Und natürlich wieder keine Munition. Aber sehr schön gemacht. Daneben ist direkt eine Wasserquelle. Fleckenentfernung. Entferne 10 giftige Schleime. Ach, cool. Okay. Haben wir hier noch mehr? Nee, ne? Dann würde ich sagen, wir saugen das Ding nochmal eben voll. Dann schauen wir mal, weil wir haben jetzt 40% hier sauber gemacht. Da muss doch noch mehr Gift sein. Aber hier oben anscheinend nicht. Oha, was ist denn das hier alles? Aha, aha, aha. This old thing caught your eye, huh? It's ja. An ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, it's just another mountain. An artifact. What a curious object. Okay. 1 von 9. Wäre natürlich schöner, wenn er automatisch umstellen würde, was man braucht. Da kann man auch nicht draufhauen hier. Da oben ist wieder sowas. Wo komme ich denn da hin? Ah! Wir können. Oh! Wir können fliegen und auf die Fresse fallen. What a curious object. Okay, hier oben liegt auch noch was. Oh, was ist das denn hier?
Sehr cool. Das Gute ist, wir müssen überhaupt gar nicht essen, habe ich so das Gefühl. Also das muss ich sagen, haben sie sehr, sehr... Achso, schon wieder frei. Das muss ich sagen, haben sie sehr, sehr gut gemacht, weil das ist ja das, was sehr viele auch immer extremst nervt bei diesen ganzen... Tschüss. No worries. Everything looks intact. Dann ist gut. Ich kann mich nur nicht aufregen. Ah, doch. Moment. Hä? Was jetzt? Ah! Achso, ich muss aussteigen, damit ich den... Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Nein, jetzt habe ich ihn... Hallo? Wie komme ich denn wieder in dich rein hier? Hallo? Ich habe eben nur E gedrückt zum Rausgehen, aber irgendwie scheint das nicht zu wirken zum Reingehen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt das fünfte Mal oder so E gedrückt und dann hat es funktioniert. Also ich weiß nicht so genau, was ich da jetzt... gemacht oder nicht gemacht habe, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist schon mal gut. Es ist immer gut, wenn man ein Spiel spielt, wo man nicht weiß, was man macht, aber es funktioniert. Ah, da oben. Ah, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, ist aber ganz schön unhandlich hier. Einmal hier hin. Geht nicht, ne? Ja, doch, drin schon. What a fascinating discovery! Rückwärts runter, damit wir hier nicht direkt wieder auf der Nase liegen. So, da hinten ist noch Schleim zum Wegmachen. Das würde mich mal interessieren. Jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Wir müssen ja noch einige Artefakte finden hier, ne? Theoretisch. Was ist mit dir hier? Dich kann ich nicht mitnehmen. Ja, wie sieht es mit euch aus? Was sagen euch die Bilder? Scheint das ein gutes Spiel zu sein? Scheint das, keine Ahnung, mittelmäßig zu sein? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr das Spiel ja auch schon selber gespielt oder die Demo gespielt. Schreibt mir einfach eure Erfahrungen in die Kommentare. Würde mich jetzt mal interessieren. Gerade auch, weil es halt so durchweg, ja... Ich will nicht sagen, direkt schlechte Bewertungen bekommen hat, aber doch durchweg nicht sehr positive Bewertungen bekommen hat. Es gibt ja den Unterschied zwischen richtig schlechte Bewertungen, also nach dem Motto Spiele scheiße und was weiß ich was, und ja, hätte man mehr draus machen können, aber ist ganz okay. Beispielsweise ein Diodensplitter haben wir. Ja, ich denke, ihr versteht so ungefähr, was ich damit meine. Das Problem ist halt immer die Sache mit den Bewertungen. Ich habe so oft es auch gehabt, dass Spiele schlecht bewertet wurden. Und in den Bewertungen stehen so, ja, nichtssagende Aussagen letztendlich. Und dann habe ich mir teilweise gedacht, okay, probierst du das Spiel doch mal. Man kann halt nicht viel dazu sagen, wenn man es nicht selber ausprobiert hat. Und ich war durchweg begeistert teilweise. Also natürlich nicht von allen Spielen. Manchmal ist es auch tatsächlich... Ja, wenn es schlecht bewertet wird, einfach nur schlecht. Das kommt auch häufiger vor, als man denken sollte. Aber es gibt tatsächlich auch Spiele. Also man muss immer ein bisschen darauf achten, was dann in den Bewertungen steht. Steht in den Bewertungen drin, das Spiel hat tausende Bugs und ist unspielbar und stürzt alle Nase nach, stürzt es ab. Wobei das mit den Abstürzen ist natürlich auch wieder so eine Sache. Liegt es vielleicht am Rechner, dass das nicht der neueste Rechner ist? Also nicht der neueste im Sinne von uralter Rechner. Oder liegt es an was anderem? Liegt es vielleicht daran, dass das Spiel mit speziellen Betriebsvarianten, also sprich Windows 10, Windows 9 und so weiter, nicht ganz zurechtkommt? Ja, also da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten. Hier weiß ich jetzt nicht genau, was geschrieben wurde. Ich habe es noch nicht vorher nachgucken können. Hier weiß ich halt nur, dass es, ja, sehr ausgeglichen, sage ich jetzt mal. Aber, nee, ausreichend heißt das, glaube ich, bewertet worden ist. Was ich jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, als negativ direkt empfinde. Kann man das hier auch sagen? Nicht. Achso, das sind die normalen Pflanzenfasern. Na gut.
dass man jetzt hier, wenn man das Ganze jetzt instand setzen will, tatsächlich so lange rumlaufen muss. Und ich jetzt gar nicht weiß, jetzt sind wir schon wieder auf den Wiesen, jetzt sind wir schon wieder in einem ganz anderen Gebiet. Ja, es ist so ein bisschen... Man hat schon eine Aufgabe, aber die ist sehr weitläufig. Also ich mag Spiele unheimlich gerne, wo dann die Spieler ein bisschen an die Hand genommen werden, ne? Wie das halt so üblich ist, wo dann steht, bau dir erstmal eine Unterkunft, so wie es jetzt hier auch gewesen ist, und dann mach dies, dann mach das. Ja, was heißt wiederherstellen? Das haben wir jetzt rausgefunden. War hier oben nicht irgendwo Wasser? Ich glaube, da hinten war das nächste, glaube ich. Können. Stelle die Kiefernhöhlen wieder her. Ja, was muss ich alles machen, um die Kiefernhöhlen wieder herzustellen? Das kommt dann zwar so ein bisschen, wenn man da ist. Quatsch, wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Hier war doch gar kein Wasser. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, hier oben war das Wasser. Jetzt ist es schon wieder dunkel. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht wieder abstürzt hier. Und der mich dann sozusagen zwingt, den Tag zu beenden, weil sowas hasse ich absolut in Spielen. Wenn man da noch nicht mal seine Sachen zu Ende machen kann, auch, es ist ja im Prinzip total egal, ob man gerade tagsüber hat oder ob man Nacht hat. Ich meine, ist ja jedem selber überlassen letztendlich, ob man im Dunkeln spielen möchte oder nicht. Sollte zumindest jedem selber überlassen sein. Leider denken manche Spielemacher da anders. In Grow, glaube ich, da war es auch so, dass man bis zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett musste. Ansonsten ist man irgendwie bewusstlos gewesen oder so. Und dann ist automatisch der nächste Tag eingeleitet worden. Das finde ich halt blöd. Weil man kann das nicht beenden, was man dann gerade machen war oder was man gerne machen möchte. Ich bin ein Umweltschützer. Stelle eine Region wieder her. Sehr cool. The ecosystem in this region is adjusting itself lickety-split. In all my years, I've never seen anything like it. I sent countless reports to Earth, telling them this was it. A new home for humanity. There just might be hope for this planet yet. Ja, vielleicht gibt es noch Hoffnung. Wir wissen es nicht. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich Hoffnung für dieses Spiel habe. Also für ein Let's Play, besser gesagt. Weil im Moment ist es noch nicht so, also ich finde es ganz okay. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Let's Play machen möchte von einem Spiel, was ich in Anführungszeichen nur okay finde. Wie seht ihr das? Möchtet ihr noch ein paar Folgen mehr haben? Also ich werde vielleicht noch so die eine oder andere Folge machen, dass wir so 3 Folgen haben oder so. Mit diesem üblichen vorgestellt. Ich würde mir auch gerne noch angucken, was wir alles generell bauen können. Wir können sogar eine Wäscheleine bauen. Wobei ich denke mal, das ist tatsächlich ja, wahrscheinlich nur Deko, nehme ich mal an. Lagerfeuer, glaube ich, kann man sich jetzt auch nichts mitmachen. Blumenbeet, das ist definitiv nur Deko. Ja, das heißt, die wichtigsten Sachen, die haben wir im Endeffekt bei den Sachen hier. Oh, für Zugriff auf Add-ons, an Briefkasten. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Now this should make things easier. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. So. Kann ich jetzt mehr Sachen machen? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann wahrscheinlich auch die eine oder andere Sache mehr machen, weil ich das DLC noch dabei habe. Aber bei dem, was ich hier so sehe, ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass dieses Blumenbeet und so noch aus dem DLC ist. Aber ich weiß es wirklich nicht hundertprozentig. Ja, da hier schon alles am Schlafen ist und ich befürchte, dass ich jetzt auch bald in den Schlaf zwangsweise gezogen werde, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich habe ja noch ganz viele andere Sachen, die gerade aktuell noch hochgeladen werden. Ich wollte euch auf jeden Fall mal das Spiel zeigen. Ich finde es jetzt so nicht schlecht. Ich möchte es auch nicht schlecht reden. Bisher, ja, scheint es ganz gut zu sein. Ich denke, 1-2 längere Folgen werde ich auf jeden Fall auch noch machen als vorgestellt. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob es zum Let's Play reicht. Also da verlasse ich mich ein bisschen darauf, wenn von euch genügend Kommentare kommen, dass ihr da mehr von sehen wollt. Und ich mir denke, ja, das Spiel hat doch mehr zu bieten, als es auf dem ersten Moment vielleicht aussieht.
dann werde ich auf jeden Fall weiterarbeiten. Ansonsten, wie gesagt, ein, zwei Folgen werde ich auf jeden Fall noch hochladen die nächsten Tage. Und schreibt es mir in die Kommentare, möchtet ihr mehr sehen, möchtet ihr nicht mehr sehen? Und falls ihr es schon selber gespielt habt, wie steht ihr zu dem Spiel? Fandet ihr es gut oder findet ihr es gut? Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.